Icarus. Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wir machen heute weiter mit, ich glaube, eine kleine Fragezeichenrunde. Wir haben ja hier noch einiges zu tun, wenn wir mal auf die Karte schauen. Also, wir haben einiges zu tun heute. Und ich würde sagen, ja, machen wir eine kleine Fragezeichenrunde. Die holen wir uns später, wenn wir dann in dieses Gebiet hier gehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier runter und dann werden wir mal langsam hier unten, soweit es geht, alles so ein bisschen abklappern. Das werden wir bestimmt in einer Folge nicht schaffen, aber wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. So, dann holen wir jetzt erstmal die Quest hier, gehen wir da mal hin und dann schauen wir doch mal. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und euch wird bestimmt schon aufgefallen sein, warum die Folgen jetzt zur Zeit so lang gehen. Aber ich habe mir halt gedacht, ich mache die ein bisschen länger. Weil das Spiel ja auch so extrem lang ist und so viele Spielstunden hat. Wenn ich hier bloß so 20 Minuten Folge mache, dann wären es, weiß ich nicht, wahrscheinlich 200 Folgen oder so. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Deswegen mache ich die generell jetzt ein bisschen länger, die Folgen. Dann habt ihr mehr zu gucken auf einmal und ja, wir schaffen auch mehr. So. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ach, der schon wieder. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodorus. Ich helfe dir. Ist es nur diese kleine Schachtel? Man soll nicht immer nur nach der Größe gehen, weißt du? Ein kleines Ding kann trotzdem Großes bewirken. Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodorus. Vergiss das nicht. Diodorus. Dildodorus, wahrscheinlich. Okay. Gar nicht so weit weg. Ah, da ist eine Festung drin. Schau, ob das in der Festung ist oder ein bisschen außerhalb. Ich hoffe mal nicht innen drin. Aber sieht ganz so aus, als wenn es hier innen drin ist. Ah, Gott. Okay. Hilft nicht, Leute. Dann würde ich sagen, packen wir uns die Festung jetzt an. Die uns wahrscheinlich den letzten Nerv kosten wird. Ich sehe schon kommen. Bloß nicht sehen lassen. Ja, ja. Kein Stress hier. Da ist auch schon das blöde Feuer. Das müsste ich eigentlich manipulieren irgendwie.
könnte vielleicht übers Dach rüber zu dem Feuer. Wenn wir es ja mal ausprobieren. Weil wenn wir das manipuliert haben, dann haben wir hier schon mal ein bisschen weniger Probleme, dass die uns hier gleich alles, sonst gleich so viele Leute angreifen. Saublütter. Okay. Der ist da drinne. Ich glaube bloß, dass wir den hier auf einen Zug ausschalten können. Ist da jemand? Nee, hier ist keiner. Einen anderen Weg rein. Oh, Alter. Bis zum Tod! Gleich bist du tot! Ah, jetzt geht das schon wieder los. Ein Scheißdreck. Alter. Oh, ich habe gesagt, es wird schwer. Sehr schwer. Vor allem, wenn ich da einmal jemand sieht, das ist so ein Scheiß dann. Hilft nicht, müssen wir nochmal probieren.
müssen uns wirklich schauen, dass wir uns durchschleichen und die Einzelnen irgendwie erledigen, ohne dass die Alarm schlagen. Wahrscheinlich wird schon wieder Kopfgeld drauf oder sowas. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Das war wieder komplett klar, das ist doch scheiße. Let's go.
Ja, ich bin doch eh weg, verstehe nicht. Das Kopfgeld bezahlen. Da haben wir ein paar Leichen entdeckt hier. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Kriegsvorräte und Schätze plündern noch. Okay. Mit jemandem das Päckchen. Bin doch anonym, oder? Heftiger Scheiß. Aber es geht jetzt recht gut, weil da oben halt einfach wenig Platz zum Kämpfen ist und das heißt, du triffst halt einfach viel mehr Leute auf einen Schlag. Dich habe ich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Es ist von mir. War das? Sieht man das nicht? Hältst du das für witzig? Das wirst du noch bereuen! Der hatte überhaupt keinen Sinn für Humor.
Wahrscheinlich, dass hier draußen irgendeiner rumwurstelt. Das ist eine Kiste. Hier war doch irgendwo eine Kiste, ah, da. Schauen wir mal da rein. So, wo schaut es denn jetzt hier aus? Da ist ein Schatz. Da ist der Ausgang. Hä? Hab ich das gar nicht gesehen, oder was? Habe ich doch schon verbrannt, oder? Ah ne, das ist da drüben, okay. Muss ich da rein?
Ach, die sind wieder runtergefallen. Alles klar, Startschatz. Zum Glück sind wir nicht mehr ganz so viele Gegner hier. Es läuft, Leute. So, ein Vorrat noch und einen Schatz noch, dann haben wir es. Sehen Sie auch gar keine Wachen mehr oder so. Die schon alle gekillt, das gibt's ja gar nicht. Fehlt mir noch ein Schatz noch. Okay. War ich doch schon, ne? Yo, Baby! Fertig! Puh, die hat uns nicht gehabt. Kehre zu Alibix zurück. Okay. Schaut schon nice aus. Dann werden wir mal ganz relaxed, Leute, durchs Vordertor rausmarschieren. Könnte bloß noch auf den Türmen ein bisschen was sein, aber da sehe ich jetzt auch gerade nichts. Bis dass sie hier respawnen. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Jetzt haben wir es doch schon geschafft, Mensch. Na, alter Schlingel. Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Ich dachte, ich mache einen Scherz und sage, es sei meiner. Er fand's nicht lustig. Warum hast du das getan? Bardas ist ein zorniger, emotionaler Mann. Ich wollte Diodoros loswerden. Das hast du jetzt vermasselt. Wenn du Diodoros loswerden wolltest, dann war dieses Paket gar nicht von ihm. Natürlich nicht. Es war ein perfekter Plan. Jetzt muss ich mir etwas anderes überlegen. Glaub nicht, dass ich jetzt noch einen Abguss für dich mache. Okay, dann haben wir das hier oben abgeschlossen. Dann würde ich sagen,
Gehen wir doch gleich mal hier runter und dann gehen wir dann hier so entlang. Können wir da runterspringen? Ohne zu sterben? Ich speichere mal vorher. Normalerweise müsste es ja gehen. Wir haben ja keinen Fallschaden mehr. Sterben wirklich nicht. Geil. Krass. Nice. Boah, das ist doch schon wieder eine Festung. Och. Hier werden sie besonders wachsam sein. Alter Schwede. Jetzt ist der down. Schauen wir mal, wie viel wir hier reißen können. Wie viel haben wir? Kultistenwache haben wir? Brauchen wir 3 Kultistenwachen? Hier. Sabbel hier nicht rum. So sieht's aus, Leute. Und nicht anders. Dann schauen wir mal, wo das die antike Tafel ist. Ich weiß nicht, irgendwelche Drogen, genau, Schatz. Schatz ist da hinten. Warum? Sicher. Könnte aber nichts anderes. Ah, da hinten ist noch einer. Eine große Kiste, oder? Nee, oder eine normale Kiste. Schöner Bogen. War doch jetzt hier, oder? Ich gedacht, ich hätte die hier markiert. Aber wollen wir schnell was schauen. Und zwar eins wollte ich eigentlich skillen. Das könnte man jetzt eigentlich mal machen. Das auch nicht. Das hier. Genau. Ich bin vorbeigerannt.
sehr schön. So, dann schauen wir nochmal ins Inventory. Ob wir hier was Besseres haben. 24. Kriegerschaden. Dolchschaden. Komm, wir probieren die mal aus. Alles nicht so prickelnd hier. Aber hier können wir was Gutes bekommen. Ein 23er. Attentat, Schwerkörner, Gift und Brandeffekt. Oh, der ist schön. Nehmen wir die doch mal. Oh, 26, das ist auch geil. Wo haben wir die denn herbekommen? Okay, die haben wir gar nicht mitbekommen. Attentatschaden für alle Schäden, Jägerschaden. Nehmen wir den. Ja, ich habe wieder nicht raufgedrückt hier. Aber auch schon wieder einiges, was wir verkaufen können, aber ist halt auch nicht so viel wert. Okay. Gut, dann auf die Karte und dann schauen wir gleich, was weitergeht. Haben wir abgeschlossen. Ja, die Fragezeichen machen wir dann später, würde ich sagen. Jetzt gehen wir dann hier runter. Also hierher. Wieder irgendeine Höhle, so wie es aussieht. Schrein des Ares. Schön, dass ich hier so viel sehe. Wir haben keine.
immer gut, weil wenn es, du weißt immer ganz genau, wer der letzte Gegner ist. Sobald ein Move, Finish-Move kommt zum Schluss, ist eigentlich immer der letzte Gegner in dem Bereich. Also, wenn ich nicht falsch, gedacht habe, ist es so. Es fehlt aber noch ein Schatz. Ah, da hinten ist noch was. Da oben. So. Sehr schön. Da ist noch was. Das lecken wir auch noch. Sind wir wieder hier hoch, oder? Nein. Hä? Okay, du musst einen anderen Ausweg geben. Warum komme ich hier nicht raus? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Den ich wieder nicht gesehen habe? Aber hier ist doch nichts mehr, oder? So, sehr schön. Das sind immer die liebsten Fragezeichen. Ich wollte dann auch mal den blöden Stab hier ausprobieren. Wie der so ist im Kampf. Können wir denn eh bald bestimmt wieder eine Schlacht machen oder so? Weil das Gebiet hier komplett angreifbar ist. Für Schmiede. Gefangen wir vorher im Schatz können. Okay. Dann dürfte ja normalerweise nicht so schwer werden. Hast du einen Grund hier zu sein? Das ist ganz schlecht. Alter, der ist doch gar nicht schlecht. So, Gefangenenbefreiung. Schätz plündern. Schätzelein. Ah!
Jetzt komm her. Mütze, du Schwein! Du Schwein! Kann ich jetzt bitte mal den Schatz plündern? Wie wär's denn? Ich habe eine Ewigkeit hier für euch. Da, ein Schatz. Wo ist die andere? Zweite, sehr schön. Schön. Sehr schön. Ist gar nicht so schlecht, der Stab. Er ist auf jeden Fall schnell und macht gut Schaden. Schaden. Wir brauchen Schaden, Leute. Schaden. So. Das ist jetzt das andere Gebiet schon. Also machen wir das Fragezeichen nicht. Da hinten könnten wir dann eine Eroberungsschlacht auch machen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal hier hin. Schießt ihr schon wieder? Ich denke mal, die ist bestimmt hier oben irgendwo.
Sehr schön. Sehr schön. Ah ne, warte mal, das war schon in einem anderen Gebiet, glaube ich, gell? Ne, ist immer noch in dem Gebiet, okay. Okay, dann ich würde sagen, das letzte Fragezeichen jetzt und danach machen wir auch dann Schluss für heute. Dann schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir werden natürlich bestimmt in der nächsten Folge auch noch Fragezeichen machen müssen. Und dass wir dann irgendwann mal zu der Schlacht gehen und dann hier die Storyline hier in dem Gebiet zu Ende spielen. Also, ich denke mal, zwei, drei Folgen vielleicht. Dann haben wir das Gebiet hier auch durch. Lass mich in Ruhe. Die Butadeshöhle. Okay, das ist unten der Höhleneingang. Schön Holzsnacken nebenbei. Alles für unser Schiff. Schatz plündern, okay. Okay. Kann nicht alles gewesen sein, oder? Okay. Leicht verdientes Geld, sage ich nur. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also bleibt dran. Es wird sehr, sehr spannend. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.